möchte euch drei Verse vorlesen vom Psalm 112. Und da steht drin, fast wie im Psalm 1, glücklich. Glücklich der Mann, und ich muss sagen, auch die Frau, die den Herrn fürchten und seine große Freude haben an seinem Gebot. Seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Oder manche Übersetzungen sagen, seine Nachkommenschaft wird mächtige Saat im Land hinterlassen. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Vermögen und Reichtum werden in seinem Haus sein. Und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Glücklich sollen wir sein, wenn wir den Herrn fürchten. Ich liebe Freiheit im Geist. Freiheit im Geist ist etwas Fantastisches, aber es ist kein Chaos, sondern es ist im Geist. Und Freiheit im Geist ist etwas Fantastisches und ich glaube, man soll auch frei sein, aber diese Ehrfurcht vor Gott soll nie weggehen in unserem Leben drin. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in unserem Leben diese Ehrfurcht Gottes nie verlieren. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und ich kann mich erinnern, so wie mal Gott zu mir gesprochen hat und sagte, Piero, wenn ich dich jetzt irgendwo in Afrika oder irgendwo hinschicken würde und du wirst was ganz Neues anfangen, du wirst im Gebiet kommen, wo es keine Bekehrung gibt und Leute werden sich bekehren, werden zu dir kommen, was würdest du als erstes ihnen vermitteln? Und ich, Heiliger Geist, Geistesgaben, Power, Heilung. Und sagt der Piero, ist falsch. Es wird alles ein Chaos werden. Fang an mit der Ehrfurcht Gottes. Und weißt du, manchmal merke ich es auch, dass in charismatischen Kreisen auch bei jungen Leuten es verloren gegangen ist. Diese Ehrfurcht Gottes. Ich kann sagen, ich habe erschreckende Sachen gesehen. Früher habe ich aus meiner Familie besucht, wie dann die Mama das Kind ans Bett gemacht hat und hat ein Nachtgebet gemacht und die Kinder haben Faxe gemacht und Blödsinn gemacht und die Mama hat gebetet. Und ich denke, wo ist die Ehrfurcht Gottes gewesen? Verstehst du, ich hätte kein zweimal gebetet, wenn meine Kinder Faxe gemacht hätte. Und ich glaube, da hat diese Ehrfurcht Gottes gefehlt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nie verlieren sollen. Und Gott ist Gott, er ist heilig. Aber soll diese Ehrfurcht Gottes nie verlieren. Freiheit, Liebe. Und ich will es mal so sagen, die Bibel sagt, nähert euch Gott und Gott wird dich nähren. Wie nah kannst du bei Gott sein? Es ist eine ganz wichtige Frage, wo man nicht im Verstand antworten soll, sondern probier mal im Geist nachzudenken. Wie nah kannst du bei Gott sein? Ich kann das sagen, ganz nah, aber nie näher, als er dich ruft. Und wenn manchmal Leute redet über die Liebe Gott und mit Gott und alles Mögliche und denkt, die redet so mit ihrem besten Freund, dann sage ich, da kann etwas nicht stimmen. Ich glaube, es muss dieser Respekt und diese Ehrfurcht Gottes muss da sein. Der wie Freude hat am Gesetz, dem wird seine Saat mächtig sein im Land. Und es gibt viele Sorten Saat. Einmal ist es die natürliche Saat, sind unsere Kinder, unsere Enkel, unsere Urenkel. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass durch uns unsere Saat gesegnet wird und dass sie mächtig wird. Amen. Möchtet ihr sehen, wie eure Saat mächtig wird? Aber es gibt verschiedene Saat. Es gibt auch eine andere Saat, die heißt die Saat der Evangelisation. Wenn du Leute das Evangelium verkündigst. Verstehst du? Es kann möglich sein, du verkündigst jemals Evangelium und der es ablehnet und vielleicht ein halbes Jahr später diese Person sich bekehren und wird ein ganz großer Mann Gottes oder Frau Gottes. Weil du in deinem Leben Ehrfurcht gehabt hast, Respekt gehabt hast, ist etwas in deiner Saat drin. Wir sind auch hier in Tunesien, um eine Saat zu hinterlassen. Und ich glaube, das ist mal wichtig, dass wir eine Saat, eine Gebetssaat hinterlassen. Weißt du, die Bibel möchte nicht, dass wir manchmal zählen. Die größte Sünde, wie David gemacht hat, ist nicht Ehebruch und nicht jemand umgebracht, der wo er Meister bezahlt hat, wie das sein Volk gezählt hat. Obwohl sein General, obwohl das Gott gesagt hat, ich möchte nicht, dass du das zählst, hat er trotzdem sein Volk zählen lassen. Und zählen hat immer etwas zu tun mit Stolz. Ich zähle meine Schäflein. Wenn Pastoren so viel ihre Schäflein zählen, kann es gefährlich werden. Da kommt dieses Stolz, wie der heißt.
Und ich glaube, es ist so ganz wichtig, wir sollen Saat aussäen und die Ernte ist Gottes Problem. Stimmt das? Wir sollen Gebetssaat, wir sollen Evangelisation, wir sollen Gnadesaat, wir sollen Güte, wir sollen sie geben und nicht da dran stehen und jetzt, es muss wachsen, das ist meine Saat, ich habe sie ausgesät. Nee, du hast sie ausgesät und Gott ist verantwortlich, Gott gibt die Sonne, Gott gibt den Regen drüber. Und manchmal tun wir uns zu viel konzentrieren, ich habe etwas gemacht, ich möchte das Ergebnis sehen. Nein, du musst nicht das Ergebnis sehen, du wirst es einen Tag sehen da oben. Und vielleicht werden viele überrascht sein. Und ich glaube, das ist wichtig, deine Saat wird mächtig sein. Ich habe einen Wunsch, dass diese Saat, wie wir diese Tage hier hinterlassen, dass sie mächtig wird sein. Auch wenn wir vielleicht gar nicht so viel sehen. In der unsichtbaren Welt, die wir etwas reinmachen. Wir sind nicht verantwortlich dafür. Wir machen das, was der Gott uns sagt. Wir sind da, wir prophezeien, wir beten, wir gehen an verschiedene Plätze, wir haben Gebetszeit hier, wir machen seins und wir ziehen uns zurück. Und ich glaube, wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben und haben Freude an ihn, dann wird die Saat mächtig sein. Und viele Saat wird aufgehen, vielleicht, wenn wir nicht mehr auf dieser Erde sind. Und das ist okay. Viele von euch sind da, weil jemand vor viele Jahre gebetet hat und eine Gebetsart über dein Leben gesprochen hat. Ich bin auch einer von denen. Und ich glaube, es ist so wichtig, diese Verheißung, deine Saat ist so laut, deine Saat ist mächtig und soll mächtig bleiben. Und jetzt so, Halleluja, glücklich seid ihr, wenn du den Herr fürchtest und wenn du Freude hast an seine Gebote. Das Problem, David hat das geschrieben und er war im Alten Testament. Da waren die Gebote. Wir im Neuen Testament, wir leben nicht in den Gebote, sondern wir leben in der Gnade. Und das bedeutet, deine Saat wird mächtig sein, du wirst glücklich sein, wenn du Freude hast an seine Gnade. Im Psalm 1 steht sogar geschrieben, wenn du nachdenkst, Tag und Nacht. Und ich glaube, das ist etwas, wie wir manchmal vergessen, dass wir uns an die Gnade freuen und über die Gnade nachdenken. Unseres Leben ist entweder geprägt vom Gesetz, vom Gebote oder geprägt von Gnade. Und jetzt möchte ich heute Abend ein bisschen über dieses Thema sprechen. Heute Abend hat mir Gott so einige Beispiele gegeben. Ich will jetzt mal ganz persönlich dich ansprechen. Kennst du jemand, Christ oder nicht Christ, dem sind schreckliche Sachen passiert, aber er ist selber schuld? Kennst du jemand? Weißt du was? Du bist schon im Gesetz drin. Weil die Schuld ist nicht auf ihm, sondern auf Jesus. Jedes Mal, wie du denkst, er ist selber schuld oder die Gedanke hast, du bist selber schuld, du hast das falsch gemacht, du bist selber schuld, dann bist du sofort wieder im Gesetz drin. Ich habe Fehler gemacht und du hast Strafe. Stimmt das? Ich weiß, es ist einfach dieser Reflex, ist der Reflex, unser Fleisch hat immer den Reflex vom Gesetz. Der hat das gemacht, dann ist ein Unfall passiert, er war betrunken, da ist er selber schuld. Und sofort bist du im Gesetz, weil du hast die Schuld auf ihn gemacht. Man könnte höchstens sagen, es wäre besser gewesen, wenn er seine Schuld auf Jesus geworfen hätte. Jesus hat jede Schuld auf sich genommen, auch deine und meine. Und diese Reflex müssen wir wegbekommen, wir müssen von diesen Reflexen des Fleisches, des Gesetzes wegkommen, die Gnade. Stell dir mal vor, jemand kommt nach vorne zum Beten und dann fragt sich, was haben Sie? Sagt er, ich habe Lungenkrebs. Die zweite Frage ist, wie viel hast du geraucht? Ja, 3 Schachtel. Was ist dein erster Gedanke? Selber schuld. Und was machst du? Du sagst, ich bin selber schuld oder weiß es selber. Ist sofort dieser Widerspruch des Gesetzes da. Diese Schuld, dass dieser Mann 3 Schachtel Zigarette geraucht hat, diese Schuld müssen wir nehmen und ans Kreuz bringen und auf Jesus legen. Das ist Gnade. Und viele
Sachen in unserem Leben sind so, dieses Selbst, ich kenne das von mir. Wenn ich keinen Erfolg habe, einen Fehler gemacht, oh, bist selber schuld. Kennt ihr das? Schlagt man sogar noch auf die Stirn so, bist selber schuld. Blöd bist du, verstehst du? Und Gott sagt, nein, wenn du diese Selbertschuld nimmst, bist du sofort im Gesetz. Wenn du Fehler gemacht hast, sofort, so Gott geht die Schuld auf Jesus. Er hat alle Schuld auf sich genommen, sagt Jesaja, und die Tür der Gnade aufmachen. Ich erzähle der Geschichte, wie vielleicht ganz peinlich ist, aber Gott hat mich öfter so peinliche Situationen reingebracht, wo ich Gnade erlebt habe. Ich war jung Pastor, vielleicht 2, 3 Jahre. Und dann habe ich immer freie Tag gehabt und bin ins Schwimmbad gegangen, so freier Tag. Und dann in diesem freien Tag treffe ich 2 junge Schwestern der Gemeinde. Und ich habe mich gefreut und wir haben Blödsinn gemacht im Wasser und alles Mögliche. Und wo wollte ich zeigen, wie ich so ein Tarzan bin. Und und ich habe eine dieser Schwestern so hochgehoben, die in die Luft. Und plötzlich spüre ich ein Krack. Und ich habe einen Leistenbruch. Ich gehe abends nach Hause, ich weiß, was es ist, eine Kugel kommt raus, bis verrissen. Ich habe das 10 Jahre vorher schon mal gehabt. Und jetzt komme ich nach Hause, ein Leistenbruch, und ich weiß, Operation, da wird ein Netz eingebaut, du musst ins Krankenhaus gehen, die Leute in der Gemeinde werden dich fragen, hast du Umzug gemacht? Hast du jemand geholfen? Ich habe das alles prophetisch gesehen, weißt du? Oh, was noch schlimmer war, ich habe die Predigt von meiner Frau schon gehört. Du alter Esel, du musst... Ich weiß gar nicht, was das Schlimmste war, die Gemeinde oder meine Frau. Jetzt bist du da als Pastor, verstehst du? Du hast nichts anderes zu machen, als mit jungen Frauen zu checken. Ich habe noch gedacht, bin ich blöd, hätte ich eine ganz dünne genommen. Eine Gitte wäre es nicht passiert, Beispiel. Aber kannst du das vorstellen, dass es peinlich war? Ich habe schon gesehen, die Hälfte der Gemeinde wegläuft. So Pastor brauchen wir nicht. Und auf der anderen Seite, ich bin nicht gern unbedingt operiert. Und dann kannst du wochenlang nichts hochheben, bis einfach weg. Deinem Blödsinn. Und ich war da in meinem Zimmer drin und gesagt, ich kann nicht mehr beten, weil bin ja selber schuld, verstehst du? Wenn es jetzt passiert wäre, wenn ich jetzt den Umzug in der Gemeinde jemand geholfen hätte, dann hätte ich wenigstens diesen Glaube gehabt, weißt du? Gott, ich habe gearbeitet für dich, ich habe der Schwester geholfen, habe den Schrank aufgebaut und siehst du her, das... Aber weißt du was, ich war total im Gesetz drin. Weil da hätte ich den Glaube gehabt, den religiösen Glaube, wenn ich vor Gott etwas hochgehoben hätte. Aber es war ja nicht der Fall. Und irgendwo war ich da und wie der Heilige Geist ganz leise sagt, Piero, was ist Gnade? Was ist Gnade? Du bist nicht selber schuld. Nimm deine Schuld, deine Fehler, mach's auf Jesus. Und ich stand da und ich kann das sagen, ich spürte, wie Gott mit mir geredet hat. Ich kann das sagen, wenn Gott so ganz stark redet, und dann stand ich da in meinem Zimmer, habe noch nie jemand etwas erzählt, auch nicht meine Frau, und ich stand da und spürte, ich begann zu weinen, weil ich etwas spürte von Gott. Und ich sage, Gott, das kann doch nicht möglich sein. Er sagt, doch. Und ich lege so meine Hand drauf und sage, Jesus, bitteschön, mach es. 2 Minuten später war diese Kugel drin, ich habe keinen Bruch mehr gehabt, das war alles weg. Ich war selber schuld, ich hatte es nicht verdient. Aber das ist Gnade. Das ist Gnade. Und weißt du, wenn wir lernen, diese Gnade reinzugehen, wenn wir diese Gnade leben, dann wird unsere Saat mächtig sein, sagt die Bibel. Eine Frage, wie viele Kinder von Christen haben ihre Glauben verloren, weil sie zu Hause keine Gnade gehört haben?
Ich weiß, was es ist. Wenn du das nicht machst, will ich dir, lieber Gott, strafen. Es fängt an. Ich habe es als Kind gehört. Wenn du ins Kino gehst und Jesus kommt wieder, bist du nicht dabei. Und so Sachen habe ich total mein ganzes Leben gehört. Und ich habe auch mal eine Zeit in meinem Leben gehabt, wo ich Atheist war, wo ich nichts mehr wissen wollte. Und weißt du warum? Weil ich das Gesetz hat getötet. Und wenn wir wollen, dass unsere Saat mächtig ist, dann müssen wir nicht Gesetz, sondern müssen Gnade anwenden. Für unsere Kinder. Für unsere Leute, die wir verantwortlich sind. Leute, die wir verantwortlich sind im Hauskreis, im Lobpreisteam, in welchem Dienst du machst. Übe Gnade, gib Gnade und du wirst sehen, dass die Saat ganz, ganz stark wird sein. Wenn du anfängst von der Gnade wegzugehen ins Gesetz hinein, dann wird deine Saat eine Saat der Gesetzlichkeit sein. Und weißt du was? Da ist kein Leben mehr drin. Im Gesetz ist Wissen drin, aber kein Leben mehr drin. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir beten, auch diese Saat der Gnade auswerfen. Wenn wir jetzt für Tunesien beten, müssen wir einfach für Tunesien beten. Und dieser Herr, du hast schon alles vergeben, du liebst dieses Volk, du magst dieses Volk, du hast Erweckung vor. Und Herr, alle ihre Sünde sind vergeben, das Blut Jesus ist wirksam in diesem Land drin. Das ist Gnade beten. Und ich glaube, es ist so etwas, wie wichtig ist, wir sollen wieder Freude haben und nachdenken Tag und Nacht an diese Gnade. Wir müssen Gnade nehmen und Gnade geben. Ich habe sehr viel über Gnade gepredigt, weil Gott hat mir sehr viel Gnade gegeben. Mehr, als man sich vorstellen kann. Und die Bibel sagt, dass, wenn du viel Gnade bekommen hast, kannst du viel geben. Und ich weiß noch, einen Morgen hat der Herr zu mir gesprochen, ich habe gerade stille Zeit wollen machen, sagt Piero, ich möchte dich heute Morgen unterrichten. Ich sage, Herr, fantastisch, ich mag das, wenn du mich unterrichtest. Und dann sagt der Herr zu mir, ich möchte dich unterrichten über Gnade. Und wisst ihr, was ich in meiner Dummheit gesagt habe? Herr, ich kenne mich nicht viel aus, aber da brauche ich nicht anzufangen, da kenne ich mich aus. So. Manchmal hat man so dumme Antworten. Aber weil ich manchmal so dumme Sachen sage im Herr, weißt du, dann gucke ich immer den Herr an und habe den Eindruck, dass er strahlt. Ja, ja, Piero, lass mal. Und dann fing er an, mir eine Geschichte zu erzählen. Und ich sage mal, Piero, stell mal vor, du hast in deiner Gemeinde einen Schatzmeister und er wird zu dir kommen und wird sagen, Piero, ich habe die letzten 3 Jahre regelmäßig in die Kollekte geklaut. Ich bin spielsüchtig und habe das Geld ausgegeben. Würdest du ihm vergeben? Boah, das ist ganz schlimm, wisst ihr das? Für einen Pastor jemand, der das Geld von Gott klaut. Und ich war so, aber Herr, ich verspreche dir, ich werde ihm vergeben. Boah, ich weiß, was Gnade ist, ich werde ihm vergeben. Ich glaube, Gott hat wieder geschmunzelt. Und dann sagt der Piero, würdest du ihm, aber wenn du ihm vergeben hast, weiterhin als Schatzmeister lassen? Nein. Einmal lang. Ah ja, ich bin doch nicht verrückt, verstehst du? Manchmal, wenn es die Gemeinde erfährt, da glaubt er noch einmal, ich hab's gewusst. Sagt der Herr, das, so dumm bin ich nicht. Und der Herr sagt, weißt du, was Gnade ist? Ich würde ihm seinen Dienst zurückgeben und alles, was er geklaut hat, würde ich wieder zurückgeben, würde es reinmachen und würde ihm sogar mehr geben für ihn. Wow. Dann habe ich verstanden, wie groß meine Gnade ist und wie groß die Gnade von Gott ist. Kannst du das vorstellen? Du machst Sünde. Und Gott sagt nicht allein, ich vergebe dir deine Sünde, sondern weil du es bekannt hast und mir gekommen ist, vergebe ich dir und ich segne dich mehr wie vorher. Das andere ist für mich Leistungsdenken. Das andere ist für mich Leistungsdenken. Ich leiste etwas für Gott und dann wird mich Gott mehr salben. Das ist Leistungsdenken. Gnade ist, du machst Fehler. Du gehst zu Gott und du machst Fehler und du machst Sachen, die nicht korrekt sind und Gott vergibt dir
Und allein er vergibt dir nicht und er segnet dich in einem Maß wie Meere sie vorher. Und jetzt kommt sofort der Gedanke, aha, dann werde ich mehr sündigen. Nein, du wirst nicht mehr sündigen. Weil diese Liebe Gottes, er hat dir vergeben und er segnet dich mehr wie vorher. Wie dein Herz es brechen. Gnade zerbricht unser Herz. Ich kann das sagen in meinem Leben. Ich war so eine harte Nuss. Und mein ganzes Leben bin ich nie zurückgegangen, habe überall Anstoß genommen. Aber diese Gnade, die Gott mir gegeben hat, in den letzten 30 Jahren hat mein Herz zerbrochen. Nicht die Konfrontation. Nicht Disput mit anderen, nicht der geistliche Kampfführung, nicht dieser Kampf mit Dämonen, nein, das hat mein Herz nicht zerbrochen. Was mein Herz zerbrochen hat, ist diese Gnade. Dass er mir trotz aller meiner Fehler, oder weil dieser ganze Fehler da ist, hat er ein Maß der Gnade draufgelegt und immer mehr und immer mehr. Wenn du denkst, dass Gott mich gesalbt hat, weil ich ein heiliger Mann Gottes bin, dann irrst du dich. Ich bin ein Mann, wie viel Gnade bekommen hat, vielleicht mehr wie alle anderen. Und das ist der Unterschied. Und ich glaube, wir kommen in eine Zeit hinein, wo Gott uns eine Offenbarung und ein Maß der Gnade wird geben, wo wir keine Ahnung haben. Weil Gnade, die Offenbarung der Gnade, wirst du niemals mit deinem Verstand verstehen. Es ist ein Geschenk vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt uns Offenbarung. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit drin, wo wir der Heilige Geist uns rufen möchte, wieder nachzusinnen, nachzusuchen nach dieser Gnade. Und die Geschichte werde ich nie vergessen, wie Gott gesagt hat, ich werde nicht allein ihm vergeben, ich werde seinen Dienst geben und ich werde ein richtiges Paket Geld ihm geben, für das alles bezahlen und noch mehr als Segen rein. Es geht gegen ganze meine Prinzipien, gegen meinen Verstand. Aber die Geschichte hat mir erklärt, wie groß die Gnade von Gott ist und wie groß meine Gnade ist. Hast du Sehnsucht, diese Gnade wieder kennenzulernen? Viele Christen denken, ja, Gott hat mir vergeben, es ist alles in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung. Gott möchte dir mehr geben, als du vorher gehabt hast. Weil diese Gnade, wie Gott dir gibt, macht dir eine Tür auf, in die geistliche nächste Ebene zu gehen. Ich erzähle das noch einmal. Die Gnade, wie Gott dir gibt, nicht allein sagen, es ist weg, sondern Gott sagt, ich vergib dir und ich gebe dir noch etwas mehr dazu. Das macht eine Tür auf, einen Schlüssel von einer geistlichen anderen Ebene zu kommen. Und ich wünsche mir, dass einige von euch, wenn sie nach Hause gehen, in eine geistliche Ebene, andere geistliche Ebene kommen, nicht weil sie hier ein tolles Seminar, weil sie toll gebetet haben, sondern weil du eine Offenbarung der Gnade für dein Leben bekommen hast. Ich habe so den Eindruck, dass zur Zeit in unseren Ländern wird sehr, sehr viel Gesetz gepredigt oder eine Mischung, ein bisschen Gnade und viel Gesetz. Und weißt du was, das vergiftet viele Leute und sie wachsen nicht in die nächste Ebene hinein. Wer hat denn von der Apostel, von Jesus, am meisten Gnade bekommen? Petrus, von seinen 12 Aposteln, ist Petrus, der verleugnet, der hat ihn verleugnet, der hat gesagt, ich werde es nie machen. Und der hat am meisten Gnade bekommen. Hat der Meister versagt, der Meister Gnade bekommen und hat die stärkste Verheißung bekommen. Du bist Fels und auf dir werde ich meine Kirche bauen. Und so wird die Zeit kommen, wo Gott Gnade geben wird und ausgießen wird und sofort werden die Leute in eine andere geistliche Ebene reinkommen. Viele Christen sind 20, 30, 40 Jahre gläubig und sie wachsen nicht mehr. Und sie wachsen öfters manchmal fast rückwärts. Und da gibt es andere Leute, die kommen von manchem Milieu raus, von mancher Vergangenheit raus. Die bekehren sich und sind sie da. Ich habe Christen kennengelernt, die sind einige Wochen gläubig. Und die hatten Begegnung mit Engel, Begegnung mit Übernatürlichen, die haben Wunder erlebt, die haben vor Kranken gebetet, die haben gesehen, wie Krebs weggegangen ist. Und dann Christen sagen, das kann doch nicht möglich sein, ich bin so lang Christ, ich bin so treu, ich bin so hingegeben, aber ich gehe nicht in die andere Ebene hinein.
Und das hat etwas zu tun mit der Erkenntnis der Gnade. Wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben und wir verstehen die Gnade und wir geben Gnade anderer weiter. Und du trennst dich heute Abend von diesem Gedanken, du bist selber schuld. Wenn man das heute Abend, ich rede auch von mich, wenn ich das heute Abend weg könnte machen in meinem Leben, du bist selber schuld oder ich bin selber schuld, wenn dieser Gedanke weg könnte machen in meinem Leben, dann weiß ich, wird dieser Fluss der Gnade viel, viel, viel stärker werden. Es sind viele Menschen heute Abend hier, wo dein Segen gestoppt hat. Deine Kinder haben sich vielleicht getrennt, deine Ehe ist kaputt gegangen, finanziell geht es dir ja nicht gut. Und wenn du ganz, ganz ehrlich bist, sagen, in vielen Situationen bist du selber schuld. Gell, wenn du es nochmal so machen hättest, würdest du es anders machen. Aber du hast es halt gemacht, bist selber schuld. Und im Moment, wie du das glaubst, ist das Segen, das übernatürliche Segen von Gott gestoppt. Heute Abend hätte ich gern, dass diese Glauben, dass du selber schuld bist, dass deine Ehe kaputt gegangen ist, dass du finanzielle Probleme hast, dass du gesundheitliche Probleme hast, dass deine Kinder dich verlassen hast, dass du im falschen Haus wohnst und alles Mögliche, spielsüchtig warst. Das ist selber Schuld, Selbstschuld, diese Schuld des Denkens, Selbstschuld zu nehmen und ans Kreuz bringen und sagen, Herr, du hast alle meine Schuld auf dich genommen. Diese Selbstschuld von dir wegmachen und ans Kreuz bringen. Und plötzlich, da wo diese Selbstschuld ist, kommt ein Supermaß der Gnade rein. Und im Maß der Gnade kommt der Segen rein. Und geistlich kommst du in eine andere Ebene hinein. Ich weiß nicht, wie viele geistliche Ebenen es gibt, aber viele. Und ich habe Lust, da oben zu fliegen. Ich habe keine Lust, da unten zu sein, überleben. Später, ich kämpfe, dass der Teufel mich nicht besiegen kann. Ich überlebe. Nein, Gott hat uns nicht gerufen zu überleben. Gott hat uns gerufen zu herrschen mit Jesus Christus in der unsichtbaren Welt. Und ich glaube, dass das geistliche Wachstum in andere Ebene reinkommt. Ganz viel kommt von, wir haben uns selbst in unsere Lebentüre zugeschlossen. Vor einigen Jahren habe ich einen ganz tollen Mann Gottes kennengelernt. War nicht von Deutschland, war vor vielen Jahren bei uns und hat einen ganz tollen Dienst gehabt. Von Gott eine ganz tolle Salbung gehabt. Und dann kam er einen Tag zu mir und sagte, weißt du, Gott hat mich auf eine ganz tolle Ebene gebracht, schon jahrelang, und hat echt einen erfolgreichen Dienst gehabt. Und dann sagt er mir, aber ich werde nie in eine größere Ebene kommen, weil ich in meinem Leben als Christ einen Fehler gemacht habe. Und das hat etwas zu tun gehabt, glaube ich, mit seiner Ehe. Das ist unwichtig. Und ich merkte, dass dieser Mann Gottes das getragen hat. Das war wie so ein Pfeil, wie drin ist, ich habe diese Fehler gemacht und das ist der Grund, warum ich geistlich nicht wachsen kann. Und ich habe probiert, mit ihm zu reden, aber es war eine Blockade da. Er war sogar, glaube ich, 2-3 Jahre jünger wie ich. Und dann ein paar Jahre später bekam er Krebs. Und er ist furchtbar an diesem Krebs gestorben. Und ich wusste, warum er gestorben ist. Er konnte das sich nicht selbst vergeben. Er ist nicht gewachsen, hat gelitten drunter. Und er ist da unten zum Herrn gegangen, aber es ist gestorben. Und es hat mich so traurig gemacht, weil ich wusste, es gibt andere Ebenen wieder, die könnte hochgehen. Es klingt vielleicht verrückt, ich weiß nicht, vielleicht viele Leute haben kein Interesse daran, aber ich habe Interesse, in geistliche Ebene zu gehen. Ich möchte höher fliegen, was ich jetzt fliege. Versteht ihr? Ich habe eine Sehnsucht nach Erkenntnisse von Gott. Ich möchte, dass Gott mich auf ganz der höchste Ebene macht, dass ich ihm dienen kann, nicht für mich, sondern dass ich dienen kann. Ich habe keine Lust, auf diese unterste Ebene zu bleiben. Ich möchte hochgehen im Geist. Und es ist meine Sehnsucht, wenn ich so Seminare mache, Leute mit nach oben zu nehmen. Nicht die Leute nach unten zu drücken, sondern nach hoch zu machen. Es gibt manche Prediger, die können 3 Tage mit dir ein Seminar machen. Und wenn du nach Hause gehst, bist du nur noch ein bisschen, bleibt nur noch das übrig. Und du weißt, wie schrecklich du bist, aber bist noch errettet.
Ich möchte, dass du dich mit Gnade vollfrisst. Dass wenn der Winter kommt, dass du Reserve hast. Geistlicher. Ich hätte gerne, dass heute Abend werde ich ein Gebet sprechen, dass du die Erkenntnis bekommst, wo in deinem Leben eine Blockade ist, weil du sagst und du glaubst, du bist selbst schuld. Es gibt Situationen in deinem Leben, wo du vielleicht sogar verdrängt hast. Aber wo du denkst, wenn ich das und das nicht gemacht hätte, wäre mein Leben ganz anders gelaufen. Und es blockiert dich. Und Gott sagt, glaubst du nicht, dass ich mehr kann machen, als das, was du vorher gedacht hättest, was alles geschehen kann? Kann ich nicht einen Sünder nehmen und ihn erheben auf die höchste Ebene? Diese Blockade machen Türen zu, dass wir nicht in geistliche Bereiche und Segen kommen. Dieses, du bist selber schuld. Und du hast auch dieses Wort andere Leute gesagt. Und sogar öfters Leute, wie wir lieben. Und wir denken es öfters. Du bist selbst schuld, dass du krank bist, dass du arm bist, dass du keine Beziehung hast. Dein Charakter ist schuld, dass das und das ist. Nein, du tust sofort wieder die Schuld auf andere machen. Die Schuld hat Jesus am Kreuz getragen. Und wir sind frei von Schuld, wenn wir es glauben, wenn wir es annehmen. Solange wie du sagst, ich bin selber schuld, dann liegt die auf dir. Heute Abend kannst du sagen, ich mache nicht mehr, ich bin selber schuld, sondern Jesus, meine Schuld, ich bringe sie dir. Du wirst sie tragen. Und in dem Moment geht eine Tür auf, wo du geistlich in eine andere Ebene kannst kommen. Ich habe vor einiger Zeit Gott gefragt, Herr, was ist denn meine Berufung? Ich habe keine Ahnung im Grunde genommen, was richtig meine Berufung ist. Und er sagt mir, Pierrot, ich möchte dir Autorität geben, aufzuschließen Türe, dass Menschen in andere Ebenen reinkommen. Und heute Abend spüre ich im Geist, das ist das, was Gott macht. Heute Abend werden Türe aufgehen und dein Geist wird in andere Ebene kommen und Gott wird dich segnen. Und wird etwas auf dich legen, was ganz Neues. Bist du bereit? Bist du bereit, dich von deinem christlichen Vokabular und deinem Denken das wegzumachen? Ich bin selbst schuld. Oder er ist selbst schuld. In dem Moment bist du auf die Ebene des Gesetzes und nicht mehr auf der Ebene der Gnade. Sondern jede Schuldzuweisung an Jesus zurückgeben. Die schlimmste Arbeit oder vielleicht auch manchmal gute Arbeit, wie ich als Pastor erlebt habe, ist Eheberatung. Und wenn dann zu einem Ehepaar kommst, wie an die Grenze ist, wo du sich scheiden lassen, und du bist dann bei denen und du lässt sie reden, und einer fängt an, Schuldzuweisungen im anderen zu machen, da kommt sofort Kontra. Und ich spiele dann Ping-Pong mit Schuldzuweisung. Und du bist da. Und ich habe gelernt, wenn du dann in der so Eheberatung machst und es fängt an auf diesem Niveau, du hast keine Chance. Und dann tue ich nie anfangen mit Schuldzuweisung. Ich mache sie weg. Und ich frage öfters die Frau oder der Mann, hast du deine Frau in deinem Herzen ganz tief lieb? Und plötzlich kommt manchmal so spontan etwas raus, ja, ich habe ihn noch lieb. Und der andere guckt ihn an, was, die hat mich noch lieb? Und dann bricht etwas rein und öfters fängt an, diese Liebe alles zuzudecken. Schuldzuweisung tötet jede Chance, eine Ehe in Ordnung zu bringen. In viele Gemeinden sind kaputt gegangen, weil die Leute in der Gemeinde, der Leiterschaft, dem Pastor Schuld zugewiesen haben.
Und der Pastor hat die Schuld in die Gemeinde so gegeben. Wir haben kein Wachstum, weil die Leute schuld sind. Und die Leute in der Gemeinde haben gesagt, wir haben kein Wachstum, weil der Pastor schuld ist. Und weißt du was? Die Decke der Gnade war weg. Es war das Gesetz, war da und es bedeutet Tod. Das Wort, du bist selbst schuld, schließt Türe zu. Aber diese Selbstschuld, diese Schuld Jesus bringst, denn er hat jede Schuld am Kreuz getragen, für dich und für mich, für deine Kinder, für deine Familie, für deine Freunde. Weil diese Schuld, wie deine Tür zugeschlossen hast, auf Jesus wirfst, dann werden Türe aufgehen des Segens, das geistliche Wachstum, das Erfolg und viele andere Sachen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Und Heiliger Geist, meine Worte können es nicht machen, aber du kannst es machen. Du kannst die Offenbarung in die Herzen der Menschen legen. Herr, wo sie diese Blockade haben, sie sind selber schuld. Vater, ich möchte diese Blockade zerbrechen in Jesu Namen. Ich möchte, dass der Ankläger der Brüder, und wenn es noch 10-mal zementiert hat, ich möchte es zerbrechen in Jesu Namen. Vergebung ist größer als Anklage. Wo der Ankläger der Brüder dieses Wort öfters in deine Gedanken reingelegt haben, er ist selber schuld. Ich sage dir, Ankläger der Brüder, du bist ein Lügner. Und du wirst von unseren Gedanken und von unserem Herz heute Abend weggehen. Und Heiliger Geist, du hast heute Abend die Freiheit, unsere Herzen zu berühren. Erkenntnis der Gnade zu bekommen. Erkenntnis der Liebe Gottes zu bekommen. Du bist nicht schuld, du bist mein Kind. Du bist nicht schuld, weil deine Ehe kaputt gegangen ist. Du bist nicht schuld, weil so schreckliche Sachen passiert sind. Und wenn deine Eltern schon als Kind dir gesagt haben, du bist selber schuld, ich möchte diese Worte von dir wegnehmen. Jede Schuld kannst du auf Jesus Christus geben. Und da wirst du sehen, wie da, wo die Schuld war, Gnade kommt über dein Leben. Eine Decke der Gnade kommt über dein Leben. Und Türen gehen auf. Des Reichtums, des Erfolgs, der Heilung, der Befreiung. Prophetische Türen. Prophetische Türen für die unsichtbare Welt. Geistliche Türen, sie werden aufgehen. Und heute Abend, Herr, schließ sie auf. Zeig ihnen, was du noch alles aus ihrem Leben machen kannst. Zeig ihnen, wo du sie gebrauchen kannst, auch wenn es über ihren Verstand geht, Herr. Herr, gib ihnen Visionen, gib ihnen Gedanken. Ihre Berufung ist nicht tot. Aufgrund von Fehler, aufgrund von Sünde, ihre Berufung, sie lebt, Herr. Ich spreche Leben in deine Berufung hinein, in Jesu Namen. Wow, es kommt gerade über dich, hab keine Angst, es kommt gerade. Es kommt gerade. Hab keine Angst, wenn gerade jetzt von dir etwas weggeht. Ich sehe, wie Joch zerbrochen wird. Ich sehe, wie heute Abend Verdammnis weggeht über dir. Ich sehe, wie der Geist der Anklage dich verlässt, gerade jetzt. Ich sehe, wie es weggeht. Ich sehe, wie diese dämonischen Mächte mit deinen Gedanken immer anzapfen, dass sie gerade jetzt weggehen. Sie gehen weg von dir. Es geht ganz raus.
Diese Angst von Verdammnis, diese Angst von Gericht geht weg in Jesu Namen. Diese Angst, Gott nicht gefallen, sie geht weg in Jesu Namen. Ich zerbreche diese Lüge und dieses Joch in Jesu Namen. Ich zerbreche es jetzt. Ich zerbreche es in Jesu Namen. Der Fluch ist zerbrochen. Der Fluch der Anklage. Der Fluch des Gesetzes ist zerbrochen in Jesu Namen. Er ist zerbrochen in Jesu Namen. Der Fluch des Gesetzes ist zerbrochen. Er ist zerbrochen. Und der Herr der Gnade, Jesus Christus, ist da. Er steht neben dir. So will ich dich haben, sagt er. So wie du jetzt bist, so will ich dich haben. Das ist Befreiung. Der Befreier. Wow. Wow. Der Psalm hat angefangen mit glücklich. Du darfst halt aber glücklich sein, weil es keine Schuld gibt. Keine Schuld. Keine Schuld. Du bist erlöst. Du bist glücklich, weil es keine Anklage gibt. Du bist glücklich, weil es Gnade gibt. Du bist glücklich, weil Türen auf werden gehen. Mehr und mehr in deinem Leben. Und Gott will dich gebrauchen. Und dazu, wenn du diese Gnade nimmst, dann wirst du selbst ein Schlüssel sein für andere. Du wirst Türe aufschließen für Menschen, die eine Blockade haben, die nicht weiterkommen, die nicht weiterwachsen. Du wirst den Schlüssel der Gnade haben, du wirst aufschließen und du wirst die Botschaft der Gnade weitergeben. Und du wirst Türe aufschließen, dass wunderbare Männer und Frauen in eine andere Dimension reinkommen. Und nicht mehr in diese Ebene des Gesetzes leben müssen. In Jesu Namen. Wow, ich weiß nicht, warum, atme mal tief ein. Etwas ist weg von dir. Das Joch der Verdammnis, das Joch der Anklage, es ist weg. Es ist weg von dir. Einige von euch spüren sogar körperlich, ist etwas weggegangen. Wie so Schatten. Du bist im Geist eine ganz andere Ebene heute Abend. Ich sehe gerade im Geist, dass für einige so wie die Tür aufgegangen ist und du könntest jetzt ganz leicht in das Übernatürliche reingehen. In Bereiche, wo Engel sind, in Bereiche, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Bereiche, wo es keine Grenze mehr gibt von Raum und Zeit. Lea, kannst du mal kommen? Ich sehe gerade, wie um dich ein Kampf da ist. Dann gib mir mal die Hand. Und ich sehe, so wie Jesus dich nehmen möchte, in dieses neue Land reingehen. Wo es kein Verdammnis gibt, wo es keine Anklage gibt. Wo es keinen Tod gibt. Wo das Menschliche weggeht. Wo du deine Füße in diesen neuen Raum machst, wo Engel sind. Wo diese prophetische Salbung über dir wird sein. Und alles, was du machen wirst, wird gelingen. Wow. Lauf einen Moment noch durch den Raum. Du bist gerade jetzt laufen im Übernatürlichen. Du wirst in diese Ebene reingehen. Wow. Herr, lass heute Abend der Raum des Übernatürlichen groß offen sein. Ich vergesse immer die Namen. Aber gib mir mal die Hand und komm. Weißt du, es gibt eine ganz andere Ebene für dich. Und du hast schon geträumt davon. Du hast schon manchmal im Geist geahnt. Aber es gibt einen ganz neuen Raum des Übernatürlichen für dich. Wenn du durch diese Tür der Gnade gehst. Und dann wird probiert der Feind immer wieder von dieser Ebene dich runterzuschmeißen. In dieses Menschliche, in diese Anklage drin. In dieses Perfektionistsein. Aber der Herr sagt, heute Abend habe ich die Türe aufgemacht. Lauf einen Moment.
Aber ja, dass du laufst, wenn Engel dich jetzt berühren, lauf gerade einmal um den Raum. Vielleicht sind einige da, wer sie vorbeilauft, werden sie gar die Engel spüren. Sie laufen gerade jetzt an ihrer Seite vorbei. Wow. Da ich nicht die Namen weiß, ist okay. Ich weiß nicht warum, der Herr sagt heute Abend, du sollst in die andere Richtung laufen, so wie du im Moment zurückgehst und spüren deine Kindheit, sind so 2, 3 Blockaden reingekommen durch diese Anklage. Und der Herr sagt, lauf im Moment rückwärts und plötzlich wirst du, werden da Sachen einkommen und da wirst du sie lösen. Und das, wo du dich manchmal noch erinnerst oder sogar schämst drüber, gib sie ab. Und du wirst sehen, wie etwas frei wird und etwas aufgeht in deinem Geist drin. Herr, gebe Offenbarung. Gebe Offenbarung. Ich möchte heute Abend zumachen. Wenn du gerade spürst in deinem Leben drin, ich werde noch jemand rufen. Edith, komm mal. Weißt du, ich sehe gerade über dein Leben diesen Kampf in der unsichtbaren Welt, wie da ist. Wo ein Kampf ist wegen dir, wo dämonische Mächte einfach nicht wollen, dass du in eine geistliche Ebene gehst. Und ich sehe auch, wie ganz viele Engel da sind, so möchte dich mitziehen. Und das hat dich manchmal fast so zerrissen. Und ich spüre heute Abend, wie Gott sagt, ich möchte dir den Schlüssel der Gnade geben. Und du wirst in diese Ebene kommen, wo Engel da sind. Du wirst plötzlich spüren, diese Dämonen, wie dich manchmal so angegriffen haben, deine Gedanken und sie sind nicht mehr da, sie sind diese Ebene tief und sie kommen nicht mehr auf diese Ebene hoch. Und du wirst ja von Gott Waffen bekommen, ganz starke Waffen, um Leute frei zu beten. Von dämonischen Mächten, von anderen Sachen. Du wirst ein ganz neues prophetisches Schwert bekommen, um Menschen frei zu machen. Du weißt ganz genau, was es ist, immer angegriffen zu werden. Und jetzt ist die Zeit da, wo du auf diese Ebene der Gnade, das Schwert wirst nehmen. Und der Herr sagt, lauf auf einen Moment noch um. Es ist so, wie du jetzt durch die Tür gehst und dein Geist ist im Moment in dieser Ebene schon drin. Ich möchte heute Abend so, bleib immer ganz ehrlich mit dem Heiligen Geist. Wenn du heute Abend spürst, dass etwas aufgegangen ist in eine andere Ebene, nicht des Verstandes, weil du Gnade bekommen hast, eine Offenbarung der Gnade. Deine Schuld ist weggegangen. Und heute Abend bist du da und du hast diese Sehnsucht in der Ebene, im Moment zu laufen. Dann komm, lauf einfach in diesem Kreis im Moment rum. Und du wirst dein Geist wird heute Abend auf eine andere Ebene sein. Bleib einfach in diesem prophetischen Vertrauen heute Abend. So wie Gott Türe aufgemacht hat für einige Leute. Du wirst neue Offenbarungen, neue Waffe bekommen. Und es wird in der Gnade Gottes sein. Gnade Gottes sein. Ich rufe dich in meine Herrlichkeit. Ich rufe dich in meine Herrlichkeit.
Jetzt ist die Zeit für dich. Sie ist heute gekommen. Sie ist jetzt da. Sie ist jetzt da für dich. Eine offene Tür. Offene Tür für dich, ein offener Himmel.